just for you, for you, just for you, just yes, for just you, my just love. For you. Oh yes, my dear, I finally realized, I finally realized that it's just for you, just for you. See me working just all for you. Night long, it's just for working you. Till my stress just is gone. It's for yes, you. My dear. Endlich wieder da, die neuen Folgen von Fehler besucht. Ich möchte heute erst einmal anfangen mit der Zuschauerpost, denn Sie sind uns natürlich wichtig. Ihre Meinung ist uns wichtig, Sie sind gefragt. Und ich werde hier ein paar Zuschauerbriefe zum Besten geben. Zunächst einmal möchte ich noch sagen, es ist sehr schade. Wir würden uns natürlich, es ist natürlich schön, dass wir Kritik kriegen, viel. Und auch gute Kritik teilweise, aber ich würde mich doch wenigstens über ein oder zwei positive Resonanzen freuen. Naja. Wir haben hier, Franz aus München schreibt, Fabian Fehler, du bist hässlich und stinkst wie ein Elchfurz, deine Sendung ist scheiße. Ja, dazu kann ich nur sagen, Franz, mach's besser. Wir kommen nun zu unserem ersten Gast und er hat im Moment leider keine Wohnung. Das heißt, ich muss ihn draußen interviewen. Bitte folgen Sie mir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt hier bei Joachim Schurz und wir werden jetzt sein ergreifendes Schicksal näher erläutern. Joachim, herzlich willkommen. Erstmal ganz kurz und knapp, was genau ist in deinem Leben passiert? Können wir das draußen klären? Nicht? Gut, dann gehen wir jetzt ins Studio. Und werden dort ein Gespräch mit Joachim im Schutz führen. So, bitte, kommen Sie. Nehmen Sie doch einen Platz. Wollen Sie mich Ihren Koffer erstmal hier dort abstellen? Genau. Ja, ich muss ein bisschen auf den Koffer aufpassen, wissen Sie. Das sind nämlich die letzten Ersparnisse drin, die ich vor der Steuerfahndung kriegen konnte. $20,000. Ja. Oh, das, das ist das Letzte, was ich so im Leben noch abzähle. Wollen Sie nicht ein Stück näher kommen? Ja, ich habe immer gerne ein sehr intimes Verhältnis. Bevor wir anfangen, wie finden Sie eigentlich diese Figur hier? Ja, ich finde ich klasse, aber was hat das damit zu tun? Ja, diese Figur hier, die wurde mir geschenkt von einem Fan. Und gut, kommen wir zu Ihrem tragischen Schicksal. Ja, Joachim, was genau ist denn nun passiert? Ja, also ich hatte damals viele Schulden. Ich hatte keinen Ausweg, mein Bruder ist arbeitslos. Ich dachte, gehe ich mal ins Casino, gehört aber einen gewissen Mafia-Paten und ja, ich habe oft verloren, aber auch ein bisschen gewonnen. Und hatte ich oft Spielschulden. Ja, das ist sehr tragisch. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Ja, aber was? Ja, der wird schon irgendwo auftauchen. Gut, was mich und die Zuschauer natürlich auch brennend interessiert, wie konnten Sie diesen skrupellosen, eiskalten Killern entkommen? Ja, beziehungsweise, wie schaffen Sie es, dass die Sie nicht finden? Ja, natürlich durch Freunde, Verwandte, die alle umgebracht worden sind, natürlich, die mich versteckt hatten, einen guten Glauben. Ja, und jetzt habe ich leider keinen mehr und jetzt sitze ich hier in der Scheiße. Ja. Jetzt bin ich aus Wien gekommen, weil ich auf jeden Gutschein hatte. Gut. Meine Damen und Herren, hier wieder der Aufruf an Sie zu Hause. Spenden Sie, was das Zeug hält. Sie können natürlich wie immer unter der aktuellen Nummer, die Sie natürlich alle sich notiert haben, können Sie spenden. Und ich bitte Sie wirklich, es kommt jeder Cent. Wirklich jeder Cent. Sie müssen mir helfen, mein Leben ist in Gefahr. Genau. Es kommt jeder Cent wirklich hier diesen armen, verzweifelten Mann zugute. Und ich hoffe, dass Sie sich vielleicht auch privat an ihn wenden werden. Er wohnt in der Bayernstraße 70. Hier. Hey, sind Sie wahnsinnig verrückt? Ich reg mich doch! Also vergessen Sie die Adresse, die ich Ihnen gesagt habe. Das ist natürlich eine ganz andere Adresse. Das ist kein Problem, das schneiden wir nachher raus. Und ja, spenden Sie immer weiter. Gut, zum Schluss natürlich unser altbekannter Gutschein. Ich möchte mal bitte die Kameraassistenz bitten, mir diesen Gutschein auszuhändigen. Vielen Dank.
Wir haben für Sie, Joachim, wirklich einen brillanten Gutschein. Und zwar dürfen Sie in einem Restaurant Ihrer Wahl... Einen Moment, ich muss kurz die Brille aufsetzen. Dürfen Sie in einem Restaurant Ihrer Wahl ein italienisches Essen bestellen und verzehren? Was ist also? Das ist, ich finde, das ist ein großzügiges Geschenk. Das ist ein großzügiges Geschenk, Mann! So, spenden Sie weiter, meine Damen und Herren. Geht's um mein Leben! Wir sehen Sie wieder nächstes Mal hier bei Felix. Ihr seid alles Verbrecher! Ich werde euch vor Gericht sehen! Ah! Just for you.